Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr im Titel schon lest, geht es heute mal um so ein kleines Thema, wo mich immer wieder ein paar Leute fragen, was mich jetzt so stört an der M107, und genau um das geht es in diesem Video. Denn ich muss sagen, an dem M107 gibt es doch ein paar Dinge, die mich echt abfacken. Nicht unbedingt bei meiner, aber generell im M107. Aber dazu komme ich im Laufe des Videos, denn ein paar Sachen habe ich bei meiner natürlich schon geändert. Punkt Nummer 1. Der erste Punkt ist für mich Schräglagenfreiheit. Ja Leute, da brauchen wir gar nicht herum zu diskutieren. Die Schräglagenfreiheit von der M107 ist katastrophal. Da ist so oft der Seitenständer am Schleifen, so oft der Auspuff am Schleifen. Und ich habe jetzt auch schon mit mehreren Leuten geschrieben, egal welcher Auspuff da eigentlich oben ist, bis auf Makrapovic, er schleift. Und das ist halt wieder so ein Ding, da muss das sein, Digga. Ah, na. Weil ich meine, so Seitenständer geht ja irgendwie noch. Den Seitenständer kann man mal so eben kurz mal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wegflexen, beziehungsweise einfach wegschleifen in der Kurve. Genau. Nur das Problem im Auspuff ist halt das. Ja gut, ich habe meine Aero eh schon gut vergewaltigt. Ich meine, ihr kennt die Fotos oder so. Beziehungsweise auch das Video, wo ich den erstmal richtig vergewaltigt habe. Das war nämlich in dem Video, wo wir den Dunlop Roadsmart 4 eingefahren sind. Da habe ich den Auspuff erstmal so richtig vergewaltigt. Und das Ding ist halt, der Auspuff und der Seitenständer, die schleifen beide, bevor die originale Fußraste schleift. Zumindest bei mir. Ich muss jetzt auch gestehen, ich bin jetzt nicht der Leichteste. Aber ich muss auch sagen, mir haben das sogar ein paar Leute auf Instagram bestätigt, die viel leichter sind wie ich, dass bei ihnen das genauso ist. Also gehe ich mal davon aus, dass das eher an der MT07 liegt. Also mir, klar, macht das auch was aus, wenn man schwerer ist. Nur nicht ganz so viel, wie manche immer denken. Punkt Nummer 2. Das ist für mich einfach die Verarbeitung. Also ich muss schon sagen, verarbeitungsmäßig Yamaha MT07. Ja, was soll ich dazu sagen, Digga? Also ich meine, es hat schon einen Grund, dass der Ruf der MT07 beziehungsweise auch der MT03, MT125, genau, MT125 und so, einfach Plastikbomber ist. Es ist einfach so. Die Dinger bestehen fast nur aus Plastik, also, und das Ding ist halt, wenn du hier mal anfährst, das ist am Knirschen, Alter, das ist ein Wahnsinn, Alter. Und ja, ich finde es halt dann auch immer witzig, dass es dann wieder Leute gibt, die KTM schlecht reden. Also nur mal, ich weiß, es gehört jetzt eigentlich nicht in das Video, aber ich will es jetzt mal nur anmerken. Die MT07 kann das jetzt nicht viel besser für mehr Geld. Also ich nehme da jetzt als Vergleich einfach mal eine Tuke 390 oder eine Tuke 690, die sind, ja, ich würde sagen, sogar einen Tick besser verarbeitet, alleine was die Armaturen angeht. Denn ja, ich meine, Yamaha hat sich nicht mal die Mühe gemacht, hier einen neuen Schalter zu entwickeln beziehungsweise zu produzieren. Und hier drunter ist einfach ein Loch. Ich schätze mal, das wird das Loch sein für ein Tempomat oder so. Keine Ahnung, vielleicht eventuell für die Tracer. Wer weiß? Wer weiß? Auf jeden Fall ist das nur eine Gummitülle und drunter ist ganz normal ein Loch. Jawohl, das ist nämlich sehr geil. Aber ja, an die Leute, die selber eine MT07 fahren, haut mal in die Kommentare, wie findet ihr die Verarbeitung? Ich meine, ich muss jetzt sagen, im Hinsicht zum Preis ist es ja irgendwie okay, die Verarbeitung. Nur, ja, ich weiß ja nicht. Also mittlerweile kostet ja so eine MT07 neu über 8000 Euro in Österreich. Also manche Händler verlangen aktuell echt auf den Listenpreisen einen Aufpreis, dass man eine MT07 pünktlich bekommt, also zu einem gewissen Zeitraum. Und da denke ich mir auch, Junge, muss das sein? Denn wenn man jetzt so denkt, so ein Motorrad kostet jetzt wirklich 8.500 Euro, beziehungsweise manche Händler wollen auch 9.000 Euro, nur weil ein Kennzeichenhalter drauf ist. Ja? Da denke ich mir auch halt, da müsste die Verarbeitung echt viel besser sein. Aber klar, ich würde mir selbst für 9.000 Euro eine MT07 kaufen, weil das Ding einfach geil ist. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 3. Das ist nämlich das ABS. Ich muss echt sagen, das ABS von der Karre ist Müll. Also ich weiß ja nicht, was Yamaha hat, nur, ja, wie soll ich das sagen?
Elektronik und Yamaha. Alter, echt Katastrophe, Digga. Das ist echt eine Katastrophe. Denn ich hatte jetzt schon mehrmals das Problem, dass beim Anbremsen, ich sag mal so einfach wo, zugefahren, einfach das Vorderrad blockiert hat, trotz ABS. Die ABS-Warnleuchte, dass es ausgefallen ist oder so, war nicht am Blinken und trotzdem hatte ich ein blockierendes Vorderrad. Und das bei einem Motorrad, was sich wirklich viele Anfänger kaufen, da denke ich mir halt auch, muss das sein? Und normalerweise würde ich ja sagen, ja gut, ist bei mir wahrscheinlich einfach ein Einzelfall, weil ich halt jetzt auch andere Reifen fahre. Da kommt einfach das ABS nicht gut klar oder so. Aber nein, ich habe dann mal eine Insta-Story rausgehauen. Weil ich mir halt gedacht habe, Digga, das kann es doch nicht sein, oder? Bin ich einfach Stepper zum Bremsen oder was? Und auf Instagram haben mir dann ein paar Leute von euch auch geschrieben, dass sie auch schon öfters ein blockierendes Vorderrad hatten, im Nassen sowie auch bei trockener Fahrbahn. Und eine davon hat sich sogar gemault deswegen, weil das ABS einfach nicht geregelt hat. Und da denke ich mir halt, das bei einem Anfängermotorrad, ich meine, ich sag mal so, ich komme damit klar, weil ich habe auch Motorräder ohne ABS. Und wenn damals Vorderrad blockiert, ich meine, ich weiß, wie man das handelt oder so, dann ist das jetzt nicht so das Problem. Aber hätte man mich damals als Anfänger da drauf gesetzt und ich hätte da irgendwie bei einer Schockbremsung oder so ein stehendes Vorderrad, ich glaube, der hätte mir direkt auf die Fressen gekriegt, Alter. Gar keinen Bock, Alter. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, muss das denn hier machen? Und dann kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 4. Das ist ganz klar der Sound. Jetzt wird wahrscheinlich jeder von euch schreien, bist du behindert, Digga, der Sound von der MT-07, der ist okay, so geil, ja. Mich fuckt das übelst ab, dass man bei einer MT-07 immer eine Komplettanlage kaufen muss für teures Geld. Also ich glaube, die billigste Komplettanlage, die es so gibt, ist entweder MIF oder Rhodes Italia und da bist du immer, also egal, immer deine 450, 500 Euro los. Ich meine, da kann man ja sagen, oh, es geht ja noch. Nur wenn man dann wirklich was Besseres haben will, also wirklich was Besseres, Akrapovic, SC Project, Arrow, was gibt es noch, Termigoni gibt es noch, oder halt die Gegend, da bist du schnell mal deine 1000 bis 1500 Euro los. Und wenn man jetzt wieder überlegt, dass so eine MT-07 teilweise gebraucht, kaufst die im Originalzustand für 5000 Euro. Und mal angenommen, also zumindest viele Kollegen, die eine MT-07 haben, die träumen immer von einer SC-Project-Anlage. Ja? Ja, SC-Project sagen die immer, beste. Ist so geil, Digga, ist so geil, sagen die. Bin ich anderer Meinung, aber ist wieder ein anderes Thema. Und die kaufen sich dann wirklich für über 1000 Euro eine SC-Project-Anlage. Für ein Motorrad, was gerade mal 5000 Euro kostet, gebraucht. Das heißt, ein Fünftel vom Gebrauchpreis erstmal in eine Komplettanlage investieren. Ja, das bockt auf jeden Fall hart, oder? Ich meine, natürlich, man kann jetzt intelligent sein und sich einfach eine Gebrauchte kaufen mit einer SC-Anlage, so wie ich es gemacht habe. Und man ist im Nachhinein dann komplett enttäuscht und verkauft die SC-Anlage für relativ wenig Geld. Aber ja, ich meine, wenn man wirklich unbedingt eine SC-Anlage will, dann kann man sich halt wirklich einfach schon mal eine MT-07 aussuchen mit der Anlage. Nur ist halt wieder das Problem, so eine SC-Anlage hat halt kaum einer oben, weil das Ding halt einfach sauteuer ist. Und ich frage mich gerade selber, wo ich da gerade hinfahre mit dem ganzen Kies da. Oh, da geht's nicht weiter. Okay, ich bin mir verfahren. Eine neue Folge Made in on Tour, der Losty on Tour. Ups. Lucy, glaube ich, haben uns verfahren. Aber Leute, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt schon hart nervig, denn bei vielen anderen Motorrädern kaufst du einfach einen Slip-on für 200-300 Euro. Das Ding klingt halbwegs geil und ist gut, oder? Ja. Und dass man halt bei einem MT-07, wenn man ein bisschen Sound will, immer zwingend eine Komplettanlage kaufen muss. Alter, das ist halt schon ein bisschen nervig. Ich meine, das war zum Beispiel auch ein Grund, warum ich mir das Ding damals für A2 nicht gekauft habe. Weil ich mir halt gedacht habe, Digga, du, ich kaufe das Ding. Okay, damals hat das Ding neu gekostet, 6.800 Euro sowas. Weil ich mir halt da gedacht habe, jo, ich kaufe das Ding neu für knapp 7.000 Euro. Und muss halt dann nochmal 1.500 Euro oder so für eine Akrapovic-Anlage hinlegen. Denn damals wollte ich eine Akrapovic, beziehungsweise ich will noch immer eine Akrapovic-Anlage für das Ding haben. Erstens, damit wäre das Problem mit rechts schräglagenfrei ein bisschen behoben.
Und zweitens, man muss halt schon sagen, eine Agrapovic-Anlage hat einen extrem besonderen Sound und ist einfach geil. Nur das Problem ist halt, so eine Agrapovic-Anlage gebraucht in gutem Zustand, kannst du vergessen. Und neu, ja, bin ich zu geizig für. Und ich muss halt auch sagen, ich bin mit meinem Aero mehr als zufrieden. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 5. Das ist nämlich das Fahrwerk. Wie hätte es anders sein sollen? Wie in jedem anderen Video auf YouTube muss ich das Thema natürlich auch ansprechen. Das Fahrwerk ist jetzt auch nicht das allerbeste, aber ich muss echt sagen, wenn man nur die MT-07 fährt, dann merkt man das Drecksfahrwerk auf Deutsch gesagt kaum. Also ich bin ja jetzt relativ lange MT-07 gefahren, ohne Bikewechsel oder so. Da bin ich sicher so 5.000, 6.000 Kilometer drauf geballert, ohne dass ich ein anderes Bike gefahren bin. Und da muss ich halt sagen, jo. Du merkst es kaum, bis gar nicht. Klar, es ist relativ schwammig, aber man kann damit auf jeden Fall arbeiten. Also ich meine, ich denke mal, die meisten haben sicher das Video gesehen, wo ich mit dem Ding ein bisschen Knieschleife und so. Und das war halt auch ohne Probleme mit dem Fahrwerk möglich. Und ja, was willst du mehr, Digga? Okay, die Straßen da, die ist auch ziemlich buckelig, oder? Alter, das Fahrwerk, das ist eine Hecke, geil zum Fahren, Digga. Ich merk's gerade wieder. Alter, Leute, das fährt sich auch schön. Man gut, eins, was das Fahrwerk gar nicht mag, ist, wenn man in Schräglage bremst oder was ein bisschen ruppartiger fährt. Dann ist das Fahrwerk echt Katastrophe. Nur ich merke es halt immer wieder, wenn ich zum Beispiel von meiner Super Duke umsteige. Okay, da muss man auch sagen, Super Duke ist Super Duke. Und MT-07 ist MT-07. Da liegen halt gerne mal, also wenn man den Neupreis hernimmt, da bist du, so was Super Duke hat ungefähr so 18, 19 damals noch gekostet. Damals, die aktuelle kostet weit über 20, Digga. Komplett behindert die Leute da. Und MT-07, also die hier hat knapp 7000 Euro gekostet. Und wenn man das da so ein bisschen vergleicht, jo, dann ist das eigentlich jetzt nicht mal so schlecht. Aber klar, man merkt, das Fahrwerk ist jetzt echt nicht so das Beste. Und es ist halt relativ schwammig ausgelegt. Vor allem, ich bin jetzt auch nicht der Leichteste und das merke ich beim Fahrwerk auch relativ hart. Ich muss aber sagen, ich habe die Federvorspannung schon auf Maximum hochgedreht, was halt geht. Mehr Federvorspannung geht leider nicht mehr beim Federbein. Leider. Und ich muss aber sagen, das Federbein stört mich mehr als die Gabel. Denn ich habe die Gabel, glaube ich, bis jetzt erst einmal auf Block geschickt. Das war bei einer ziemlich harten Bremsung inklusive Schlagloch. Okay, da, was will das Fahrwerk bitte machen, wenn du wirklich relativ hart ankerst? Und dann noch, du bist schon relativ komprimiert und dann kommt noch ein Schlagloch und du bist ja mit deinem Gewicht auf dem Lenker drauf beim Bremsen ein bisschen. Ah, da ist klar, dass es auf Block geht. Aber versteht mich jetzt nicht falsch, Leute, es ist wirklich gut fahrbar. Und du kannst damit auch gut durch die Kurven knallen, du kannst das Knie schleifen lassen, du kannst mehr als das Knie schleifen lassen, Digga. Also ich würde mal sagen, wenn du wirklich ein extremes Hang-Off fährst, so wie ich früher, dann glaube ich, kommst du damit sogar am Ellbogen. Ja, cool, servus. Oh, euer Kanaldeckel da genau auf meiner Kurvenlinie. Jawohl, Digga. Das war es jetzt mal mit diesem Video. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal die Dinge, die mich bei einer MT-07 im Generellen stören. Wie schon am Anfang gesagt, es gibt Sachen, die habe ich bei meiner schon ein bisschen ausgemerzt. Zum Beispiel einfach mal, was wohl? Genau, der Sound. Ich finde soundmäßig, ja, was soll ich sagen, serienmäßig bei einer MT-07, die klingt halt echt nicht geil. Und Thema Schräglagenfreiheit, ich habe bei meiner schon ausgemerzt die Nippel abgeschraubt, aber das hat wohl auch nicht viel geholfen, denn ich muss sagen, die Fußraste ohne Nippel wurde auch schon ordentlich vergewaltigt, Auspuff wurde schon vergewaltigt, Seitenständer wurde auch schon vergewaltigt. Jetzt seid ihr dran, schreibt mir mal eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare und wenn ihr selber eine MT-07 fahrt, dann könnt ihr mir auch einfach mal eure Negativpunkte in die Kommentare schreiben. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und ich hätte jetzt gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir mit einem Daumen nach oben. Dann weiß ich, dass ihr öfters Bock habt auf solche Videos. Denn ich habe ja noch
zwei andere Bikes, da könnte ich solche Videos eben auch machen. Schaut mal in die Kommentare. Und ich hätte mal gesagt, mit dieser Rausbeschleunigungsorgie hier sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und Peace, Leute!